Schalten erstmal Bluetooth ein hier. Spangen etwas nach außen drücken und dann sollte sich das Radio lösen. Und ihr seht schon, das Radio kommt wunderbar einfach raus. Das ist das Zusatz-Bluetooth-Modul. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute geht es um Opel. Um Opel und um Opel Radios im Speziellen. Speziell um das Modell CD30 MP3. Das zeige ich euch gleich noch. Und es geht um dieses Stück Kabelbaum mit diesem Bluetooth-Modul, was man nachrüsten kann, beziehungsweise womit man ein CD30 MP3, also das Originalradio bei Opel in diesem Corsa, in diesem Meriva, in einem Astra G, in einem Astra H sind die, glaube ich, verbaut. Astra G weiß ich nicht ganz genau, aber Astra H auf jeden Fall. Kann man mit so einem Teil Bluetooth im Auto nachrüsten, zum Telefonieren, beziehungsweise zum Musikstreamen ins Radio, damit man das halt über die Boxen hören kann. Ihr wisst, was ich meine. Also das Originalradio hat diese Funktion auf jeden Fall nicht. Wichtig an der Stelle ist, bei dem CD30 MP3, das zeigen wir euch gleich auch nochmal, das Radio muss ab Werk die AUX-Funktion haben, sonst funktioniert es nicht. Also es gibt dieses CD30 MP3 auch ohne AUX-Funktion, also da funktioniert es nicht, haben wir schon ausprobiert, klappt nicht. So, ich würde sagen, wir springen jetzt ins Auto. Ich baue jetzt mit euch zusammen das Radio aus und dann gibt es hinter noch so einen Metallkasten, wo das Radio drin sitzt, den bauen wir jetzt komplett aus. Dann stecken wir den Kabelbaum, Stück, Teil einfach dazwischen und schauen dann, ob es funktioniert. Also wir haben es jetzt hier schon zweimal selbst verbaut, bei Kunden, auf Kundenwunsch verbaut. Das ist bei uns im Autohaus hier möglich. Also wenn Kunde jetzt speziell den Wunsch hat, hatten wir letztens einen Jüngeren hier, der gesagt hat, ich kaufe das Auto nur, wenn halt Bluetooth im Auto ist, wenn ich mit meinem Handy im Auto Musik hören kann, und den Wunsch haben wir dem jungen Mann erfüllt mit diesem Teil. So, wir springen jetzt ins Auto. So, also ihr seht hier, das, was ich gerade gesagt habe, CD30 MP3, das müsst ihr im Vorfeld natürlich checken, ob das bei euch auch der Fall ist, ob ihr ein CD30 MP3 verbaut habt. Den Kabelbaum, den packe ich jetzt erstmal an die Seite, der ist jetzt erstmal unwichtig, beziehungsweise um die Funktion zu checken, ob ihr AUX habt. Ah, Moment, Radio anmachen. Zeige ich euch einmal, ich schalte das Radio einmal an. Mal schön WDR4 hier am Start, das ist das, was jeder von euch hört. Und jetzt kann man hier auf diese FM-Taste drücken, film mal oben auf das Display, so oft drücken und dann habt ihr jetzt hier über diese FM-Taste die AUX-Funktion, also die muss vorhanden sein, damit man die ganze Geschichte hier nachrüsten kann. So, ich mache das Radio jetzt mal aus. Schlüssel legen wir auch mal raus. Zuallererst brauchen wir Radioklammern. So, wofür sind diese Radioklammern? Ihr seht hier, am Radio haben wir 4 Punkte. Da kommen die Radioklammern rein. Ohne diese Radioklammern kriegt ihr das Radio nicht raus. Also die Radioklammern müsst ihr euch im Vorfeld mitbesorgen. Die kosten aber nichts. Link dazu packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. So, die Dinger knallen wir jetzt hier rein. Einführen. Nummer 1. Und Nummer 2. So, ich mache das immer so, die Spangen etwas nach außen drücken und dann sollte sich das Radio lösen. Und ihr seht schon, das Radio kommt wunderbar einfach raus. Die Klammern können wir wieder rausziehen. Damit haben die ihren Dienst getan. Die legen wir an die Seite und wir können das ganze Radio schon rausziehen. So, schaut mal. Das, was ich gesagt habe mit dem Metallkasten, haben die gar nicht mehr. Das haben die früher mal gehabt. Das haben die wahrscheinlich mittlerweile geändert. Also für uns in dem Fall jetzt noch einfacher. Kabel dazwischen stecken, die ganze Geschichte wieder rein und dann soll es schon funktionieren. Also, ihr seht hier, wir haben den Hauptstecker. Den Hauptstecker werde ich jetzt lösen. So eine Klammer hier dran. Die legen wir ganz einfach um. So, da ist der Stecker schon ab. Radio lege ich mir jetzt an die Seite und dann schauen wir mal, wie wir den neuen Stecker verbinden. Passt das vom Licht her? Ja, super. Gut. Jetzt haben wir das hier und den Originalstecker vom Auto. Und jetzt, ja, das ist eigentlich für doofe, ne? Also das mit dem passt natürlich nicht zusammen, funktioniert natürlich nicht. Ihr müsst die Seite nehmen. Die stecken wir jetzt hier einfach rein. Und dann haben wir jetzt irgendwo hier den Bügel dran. Den Bügel legen wir um, bis der einrastet, nehmen den anderen Teil von diesem Zusatzkabelbaum, stecken den wieder in den Stecker hinten rein. So, das ist meistens ein bisschen fummelig, muss selber erstmal gucken. So, das war, glaube ich, gerade falsch rum. So, einstecken, nehmen den Bügel, drücken den rein, bis es einrastet, ihr habt es gehört. Und dann können wir das Radio mit diesem Zusatz-Bluetooth-Teil schon wieder reinstecken. Ich nehme mal kurz den Schlüssel und schaue, ob es auch funktioniert. Ja, ihr seht es jetzt, leuchtet es, also Power ist drauf.
Und das hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist das Zusatz-Bluetooth-Modul. Wir schauen mal, Zündung wieder aus. Geht auch wunderbar aus, komischerweise. Wir hatten letztens bei einem Corsa das Problem, dass es nicht funktioniert hat, dass wir das umpolen mussten. Aber in dem Falle funktioniert es hier, ihr seht's. Und damit können wir das Radio quasi wieder einbauen. Wir haben hier wunderbar viel Platz bei dem Corsa. Ihr müsst natürlich schauen, dass das Kabel natürlich nicht gequetscht ist irgendwo und dass man das Kabel, das Radio natürlich vernünftig wieder einsetzen kann. So, schiebt das jetzt hier mal wieder rein. Das funktioniert jetzt nicht. Wieso sagt mir denn keiner, dass ich das Radio verkehrt rum habe? Wieso sagst du denn nichts, Johann? Hä? Sollten das Radio auch schon richtig rum reinbauen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Hä? Also die ganze Geschichte drehen, das war jetzt einmal verkehrt rum. Der ganze Kram muss natürlich in die Richtung hier rein. Also Kabel ein bisschen nach hinten verstauen. Da muss man ein bisschen aufpassen und ein bisschen fummeln. Für die, die von euch etwas unerfahren sind im Basteln, sollten da schon aufpassen. So, rein, bis es einrastet, dann ist es wieder drin. Wir haben alles schön dahinter verstaut und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich werde jetzt den Schlüssel reinstecken, die Zündung anmachen. Wir machen das Radio einmal an, schon wieder WDF4 an und drücken jetzt hier zweimal auf FM. So, jetzt steht hier oben AUX und jetzt nehme ich mein Handy und dann werden wir mal schauen, was so passiert. Ich schalte jetzt hier, kannst du das sehen? Kann man das sehen? Ja, schalten jetzt mal Bluetooth ein hier. Ihr kennt das. Einstellungen. So, dann schauen wir mal, was der jetzt hier an verfügbaren Geräten hier unten findet. So, da ist es auch schon. Welchen nehmen wir denn? Der Crane ist der Gimbal. Das müsste das jetzt hier sein. Der verbindet. Kopplung mit bla 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 bla. Ihr kennt das alles. So, müsste jetzt schon verbunden sein. Also ich zeige euch das jetzt mal anhand eines Videos von uns, dass das funktioniert. Weil viele von euch werden ja wahrscheinlich auch YouTube im Auto hören oder sonst irgendwas. Moment. Das ist unser YouTube-Kanal. Ihr seht ja das Video. Für die, die natürlich noch nicht abonniert haben, gerne an der Stelle unseren Kanal abonnieren. Und wir schauen dann jetzt mal, ob es funktioniert. Haben wir jetzt hier natürlich ein bisschen Werbung im Bild. Ergebnis so. Überrascht mich an der Stelle jetzt. Könnt ihr natürlich jetzt nicht hören. Ich höre jetzt hier, dass das aus den Lautsprechern kommt. Ich mache mal ein bisschen lauter. Vorsicht. Scheinwerferaufbereitungstest. Scheinwerferaufbereitungstest, auch wichtig für den Corsa. Die Scheinwerfer laufen auch an. Die könnt ihr euch natürlich auch mal reinziehen als Video. Ein ganz interessantes Video. Jo, das war's gewesen. Ne? Und jetzt könnt ihr halt von eurem Handy aus Musik streamen. Ihr könnt telefonieren. Telefonieren natürlich nur in Verbindung, wenn ihr dann jetzt hier Freisprech auf eurem Handy anschaltet. Also, dass euer Handy quasi das Mikrofon ist, weil natürlich kein separates Mikrofon verbaut ist. Aber ihr seht, Video läuft, Ton kommt aus dem Auto raus. Das ist genau das, was ihr an der Stelle natürlich wollt. Und das war's gewesen, ja. An der Stelle natürlich nochmal, hatten wir eigentlich schon gesagt, dass wir das unten verlinken, diesen Kabelbaum? Habe ich gar nicht gesagt, ne? Ja, ich verlinke euch den Kabelbaum, kostet so um die 25 Euro bei Amazon. Unten in der Videobeschreibung, ihr habt es gesehen, das funktioniert Plug and Play hier bei so einem CD30 MP3 in den verschiedensten Autos. Und wie gesagt, wichtig an der Stelle natürlich, checken vorher, ob diese AUX-Funktion im Radio vorhanden ist oder ob ihr eine AUX-Buchse im Auto habt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und natürlich, ohne diese Klammern, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, könnt ihr natürlich das Radio nicht ausbauen, das klappt nicht, ja. Somit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich denke mal, wir konnten dem einen oder anderen helfen. Und ich sag mal, für die 25 Euro im Originalradio Bluetooth nachrüsten zur Musik hören, ist, denke ich mal, für viele erschwinglich. Denn ein neues Radio ist natürlich um einiges teurer wie die Funktion jetzt hier. Ja, und alles macht man halt heute mit einem Handy. Du kaufst dir halt kein Schickimicki-Radio mehr, wo irgendeine CD3 mit MP3 reinpasst oder wo weiß nicht, was drin ist. Funktioniert halt heute alles übers Handy. Ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.